Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Moonstone Island. So, ich weiß nichts über das Spiel, außer dass wir es hier starten können. Und dann wollen wir mal. Oh, das ist aber ein wunderbarer Artstyle. Das weiß ich ja schon von den Screenshots. Mein Vater sagt etwas zu mir. Aufwachen, Schlafmütze. Ich weiß, heute ist dein letzter Tag zu Hause, aber das heißt noch lange nicht, dass du faulenzen kannst. Komm her und geh deinem alten Herrn zur Hand. Ist ja gut. Ich dachte, ich könnte hier schön faul rumstracken. Aber der Artstyle gefällt mir richtig. Auch diese eckigen Bäume und Windmühlen sowieso. Das ist einfach klasse hier. Fängt schon mal gut an, das Spiel. Und da ist ja mein Papa und man sieht schön die kleine Brille, die er trägt. Oh, da steckt sehr viel Liebe zum Detail drin. Also, zuerst müssen diese Pflanzen geerntet werden. Dir könnte eine lange Reise bevorstehen. Schließlich kannst du dich frei entscheiden, welche Insel dein neues Zuhause sein soll. Ich will nicht, dass du dich mit leeren Händen und knurrendem Magen auf den Weg machst. Also gut, dann krempel mal die Ärmel hoch und mach dich an die Arbeit. Oh, und könntest du bitte auch das Seerosenblatt am Ufer mitnehmen? Wieso soll ich das denn mitnehmen? Na gut. Rechts unten Pflanze ernten mit A. Sehr schön, wir haben ein Seerosenblatt erhalten. Ich bin nicht gänzlich schockiert. Also gut, dann krempel mal die Ärmel hoch und mach dich an die Arbeit. Ja, ich habe das Seerosenblatt schon. Okay. Hier schön Flachs ernten und diese Bommelkartoffel. Steinfrucht, hab ich doch gemeint. Lass uns noch einmal die Grundlagen durchgehen. Lektion 1. Nützliche Pflanzen. Vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Flachs eignet sich gut, um Geister zu zähmen. Das sind diese kleinen violetten Blumen. Was, die Geister sind die kleinen violetten Blumen? Ach nee, der Flachs sind die kleinen violetten Blumen. Mit der Steinfrucht, der großen runden da, ja, die aussieht wie eine Kartoffel, kannst du deine Ausdauer wiederherstellen. Und Seerosenblätter haben heilende Eigenschaften. Sie schmecken allerdings grauenhaft. Das denke ich. Ich habe zwar noch nie in eine Seerose gebissen, aber ich stelle mir das nicht sehr angenehm vor. All diese Pflanzen wachsen nur im Frühling. Du solltest also auch in anderen Jahreszeiten nach nützlichen Pflanzen Ausschau halten. Gut gemacht. Lektion 2. Samen ernten. Du brauchst Samen, um mehrere Pflanzen einer Art anzubauen. Wenn du Samen sammeln möchtest, musst du die jeweilige Pflanze abschneiden. Benutze deine Sense, um Samen von Pflanzen zu ernten, auch von wild wachsenden Pflanzen. Komm her und ernte die Samen in diesem Beet. Ich habe jetzt schon die Pflanzen gesammelt. Ah, er geht ins andere Tutorial-Beet. Da wollen wir mal. Okay. X verbrauchen? Nee, ich will nichts verbrauchen. Wie soll ich das denn ernten? Oh, warte. Die da solltest du lieber nicht ernten. Nimm deine Sense zur Hand und schneide sie ab, um dir die Samen zu holen. Okay, LT drücke ich. Halte LT, um das Werkzeugrad zu öffnen. Okay. Ja, da ist es. Sense. Okay, und jetzt? Ah, rechts unten steht jetzt mit X Samen ernten. Na also, schön hier alle Samen auf meinen Bauch, in mein Inventar. So, hallo? Trigger, ich will doch nur mit dir reden. Sehr gut, nimm jetzt diese Hacke und buddel ein Loch. Wenn du fertig bist, kannst du die Samen dort hineinpflanzen. Wieso nehme ich nicht die bestehenden Löcher? Du kannst natürlich auch die Löcher benutzen, die schon da sind, wenn du keine neuen buddeln möchtest. Na gut. Hat das Spiel den Fall schon abgedeckt? So, wie mache ich das jetzt? Graben. Oh, das ist... Na? Da geht eins hin und da geht eins hin. Nein! Ja, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, und wie rüste ich jetzt Samen aus? Hier, Flachssamen. Mit X-Pflanzen, okay. Das ist ja selbsterklärend. Perfekt! Wenn die Samen eingepflanzt sind, musst du dich um sie kümmern, damit sie wachsen können. Hier, nimm diese Gießkanne und gib den Samen etwas zu trinken. Bisschen Red Bull drüber kippen, dann, damit sie ein bisschen schneller wachsen. So.
Ach, das ist doch wunderbar. Wunderbar, sagt er auch. Der sagt ziemlich viel, was ich gerade sagen will. Lektion 3. Pflanzen wachsen lassen. Vergiss nicht, dass Pflanzen jeden Tag gewässert werden müssen. Wenn du das nicht tust, verwelken sie und sterben ab. Und deine ganze harte Arbeit war umsonst. Komisch, meine Hauspflanzen sterben meistens, weil ich sie zu viel gieße. Natürlich kannst du immer darauf hoffen, dass es regnet. Aber warte kurz, hier ist noch etwas, das ich dir geben möchte. Ich habe heimlich 3 Geister aufgezogen. Sind das meine Starter-Pokémon, die jetzt kommen? Sie brauchen noch viel Übung, aber sie werden stark genug sein, um dich zu beschützen. Vielleicht kommt dir das hier bekannt vor. Es ist das Medaillon deiner Mama. Es ist ein Portal, das in eine Nebendimension führt, in der Geister leben können. Dieses Medaillon gehört ab jetzt dir und meine Geister sind bereits dort. Begib dich ins Medaillon und nimm einen davon als Gefährten mit. Keine Sorge, das ist keine Prüfung. Du kannst jeden davon mitnehmen. Das sind ja tatsächlich Pokémon. Geister meine ich natürlich. Ich glaube, ich nehme den Dino. Die Biene ist zwar auch cool, vor allem ist die genauso rund wie ich. Aber Dino ist Dino und der ist mir ein bisschen zu nackt. Ich nehme den Dino. Ankylo, ein Ankylosaurus. Diesen Geist auswählen. Ja, passt doch. Komm mit, mein Geist. Na gut, Karten und Eigenschaften. Dropkick, Hieb, 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 Zorn, Felswurf, Felswurf, Felswurf. Stoß, Stoß. Okay, ich glaube, der ist gut genug. Verlassen, dann komm mal mit, mein Geist. Ankylo, eine gute Wahl. Das hab ich mir schon gedacht. Ich wette, das hättest du bei jedem gesagt. Ihr beide werdet bestimmt gut aufeinander aufpassen. Und mach dir keine Sorgen um die anderen beiden. Deine Mama und ich werden uns gut um sie kümmern. Ah, meine Mama lebt also noch. Das ist ja wunderbar. Oh, schau mal da. Ein wilder Geist. Der kommt gerade richtig. Geh da rüber und zeig mir, was du und dein Geist so könnt. Ist ja cool. Attacke. Und eine coole Überblende war das. Mir gefällt das Spiel. Dieser Gemlin scheint schneller zu sein als sein Geist. Darum ist er zuerst an der Reihe. Nein, ein Felswurf. Dein Zug. Zeit für Lektion 4. Geister verbannen. Du musst diese Geister unterwerfen, um sie zu bezwingen. Sie sollten eigentlich nicht so aggressiv sein. Das Allerwichtigste ist, Rüstung blockt Angriffsschaden. Reduziere ihre Rüstung auf 0, damit sie betäubt werden und du zusätzlichen Schaden verursachen kannst. Du kannst Rüstung auf 2 Arten reduzieren, indem du eine Karte einsetzt, die Rüstung entfernt, oder indem du mit einem Element angreifst, gegen das sie anfällig sind. Nutze Hieb, um die Rüstung des Gemlins zu reduzieren, sodass er nicht länger geschützt ist. Hieb, Hieb, Hieb. Hieb, senke die Rüstung des Ziels um 1. Na gut. Nu? Ziel. Achso, ich muss noch das Ziel auswählen. Perfekt. Die Verbindung zwischen dir und dem Geist ist bereits stark. Dankeschön. Vergiss nicht, wenn du die Rüstung deines Gegners auf 0 reduzierst, wird er betäubt. Ist dies der Fall, verpasst er seinen nächsten Zug, sodass du ihm noch mehr Schaden zufügen kannst. Du hast noch 2 Energie übrig, also kannst du noch 2 weitere Karten ausspielen. Versuche 5 Erdschaden, 5 Schaden. Ich mach mal Erdschaden. Hui. Oh je. Und mach mal einen Stoß. Stoß mir das Teil um. Supi. Jetzt hast du keine Energie mehr übrig. Beende nun deinen Zug und warte ab, was der wilde Geist tut. Okay. Zug beenden. Na? Hör doch mal auf mit dem Felswurf. Der macht mich ja komplett fertig. Oh je, das hat sicher wehgetan. Zur Sicherheit solltest du deinen Geister lieber heilen. Erinnerst du dich daran, dass ich dir gesagt habe, dass Seerosenblätter heilende Kräfte haben? Ja, da klingelt was.
Benutze jetzt die Aktion Füttern und füttere deinem Geist ein Seerosenblatt. Na gut, Füttern, Seerosenblatt. Oh, da erholt er sich ja ganz schnell. Sehr gut, dein Geist geht es schon wieder viel besser. Der Gremlin scheint Erdbeben auf dich zu wirken, aber wenn du das Richtige tust, kannst du es vielleicht verhindern. Spiele jetzt einen weiteren Hieb, um die Rüstung des Gremlins auf Null zu bringen. Wenn du das schaffst, wird er betäubt, sodass er nicht angreifen kann. Keine Ahnung, was er mir damit sagen will. Rüstung. Haha, jetzt bist du betäubt. Oh, brillant, gute Arbeit. Jetzt hast du die Oberhand. Ohne Rüstung erleiden Geister deutlich mehr Schaden als sonst. Bringe seine LP auf Null und verbanne ihn ins große Jenseits. Na gut, ab ins große Jenseits mit dir. Ich mach mal nur einen Stoß mit 7 Schaden. Yeah. Und nur noch 5 Schaden. Wie viel Energie habe ich? Ich habe nicht genügend Energie. Wie viel braucht es denn? 1, 1, 2. Okay, ich glaube, das steht da oben. Habe ich nicht mehr. Zug beenden. So, jetzt müsste er eigentlich aussetzen. Ja, hab ich richtig verstanden. Oh, ich habe schlechte Laune. Prügelei, versuche 10 Schaden bei allen Gegnern. Ist das nicht schön? Ja, und schon kaputt das gegnerische Geistervieh. Beute gefunden, Flachs und 6 Gold. Das ist aber schön. Geisterkraft-Quest ist abgeschlossen. Gut gemacht. Ein letztes noch. Lektion 4,5 sozusagen. Du kannst Geister zähmen und deinem Medaillon hinzufügen. Wenn du einen Geist zähmst, kannst du ihn in künftigen Kämpfen nutzen. Vergiss nicht, dass du Flachs brauchst, um Geister zu zähmen. Die Geister lieben ihn. Na gut, das ist gut zu wissen. Und was mache ich jetzt? Sam, Schatz, bist du da draußen fertig? Komm wieder zurück ins Haus. Ich möchte dir noch etwas anderes geben, bevor du gehst. Wo war das Haus? Ah, da ist ein Haus. Ah, ist es hier schön blumenhaft eingerichtet. Außer, dass die Treppe vollgestellt ist. Das ist natürlich blöd für alle, die nach oben wollen. Ist aber, glaub ich, nicht unser Problem. Du siehst erschöpft aus. Hat dein Vater dich Geister verbannen lassen? Natürlich hat er das. Ich mach dir eine Tasse Tee, du armes Ding. Iss doch eine der Steinfrüchte, die du geerntet hast, um etwas Kraft zu sammeln. Steinfrucht verbrauchen. Yam, 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 yam. Okay, und nu? Schon besser. Nachdem dein Vater nun mit dir fertig ist, möchte ich dir von dem Medaillon erzählen, das er dir gegeben hat. Das Medaillon hat einmal mir gehört und jetzt geben wir es an dich weiter. Dein Mondstein-Medaillon ist ein heiliges Werkzeug der Alchemisten, die vor uns kamen. Darin befindet sich eine Nebendimension, die bis zu drei Geister beherbergen kann. Die Geister, die du in diesem Medaillon aufbewahrst, kommen dir zur Hilfe, wenn du sie brauchst. Du kannst außerdem eine Scheune bauen, um sie unterzubringen, was um einiges gemütlicher ist. Ich weiß, das ist alles ein wenig verwirrend, aber du kriegst den Dreh schon noch raus. Der Kampf von vorhin scheint dir genug Erfahrung gebracht zu haben. Du kannst die Stufe einer deiner Geister steigern. Dazu musst du dich in dein Medaillon begeben. Solange du dort bist, gib ihn auch von der Nimbuspflanze zu essen. Sie gibt ihm Kraft für die lange Reise. Okay, ab ins Medaillon. Halten, um Medaillon zu betreten. Ich mag die Animation. Da ist er ja. Was für eine Nimbuspflanze. Die da. Füttern. Nimbuspflanze benutzen. Da steigen Herzchen auf meinem Drachen. So, und du willst jetzt aufsteigen. Stufe aufsteigen. Wähle eine Eigenschaft zum Verbessern. Punkte übrig 1. Kraft, Vitalität, Tempo und Rüstung. Aktuell 2 Rüstungen. Normalerweise bin ich der immer auf Kraft geht. Kraft und Vitalität, das sind so meine Spezialitäten. Aber Rüstung scheint auch sehr wertvoll zu sein. Ist egal, wir nehmen Kraft. Sehr schön. Wähle eine Karte, um sie dem Deck hinzuzufügen. Karten übrig 1, also Stoßversuch.
Ursache 5 Schaden, Knochenhieb oder Rückblick. Sieh dir die obersten zwei Karten deines Ablagestapels an. Wähle eine Karte aus und nimm sie auf die Hand. Oh, das ist aber praktisch. Her damit. Sehr schön. So, raus aus dem Medaillon. Und jetzt wieder mit Mama reden. Danke dafür. Dein Vater ist ganz und gar aus Kämpfen aus. Aber du musst dich auch um deine Geister kümmern. Dein Geist sollte jetzt die nötige Kraft haben, dich zu beschützen. Nicht zu fassen, dass du heute ausziehst. Ich werde dich sehr vermissen. Ah, du bist nur für ein Jahr weg, nicht wahr? Dann hast du deine Alchemistenausbildung abgeschlossen. Ich bin so stolz auf dich. Kann es wirklich schon losgehen? Ja, natürlich. Also gut, das war's. Wenn wir uns wiedersehen, gehörst du zu den richtigen Alchemisten. Oh, ich werde dich auch vermissen, Mama. Hier ist ein letztes Geschenk für dich. Ich habe dir diese Werkzeuge angefertigt. Das ist nicht viel, aber sie werden dir da draußen helfen. Und jetzt drückt dein Vater zum Abschied. Wir sind beide sehr stolz auf dich. Hammer, Axt, Besen. Muss ich was kehren? Hier sind ein paar Samen aus dem Garten. Ich habe sie für dich aufgehoben. Pflanze sie ein, sobald du dich irgendwo niederlässt. Du brauchst sie für dein großes Abenteuer. Dankeschön. Und stoß ihr mich jetzt von der Klippe? Denk immer daran. Wir sind bei dir, wo immer du auch bist. Wo immer dein neues Zuhause auch ist. Und wir lieben dich. Sehr sogar. Und ich bin so stolz darauf, dass du in unsere Fußstapfen trittst, mein Schatz. Eines Tages wirst du zu den größten Alchemisten des Landes gehören. Vergiss nicht, Alchemisten lieben alles, was wächst. Das gilt nicht nur für die Pflanzen, die du anbaust, sondern auch für die Menschen um dich herum. Oh mein Schatz, ich bin so gespannt, was aus dir wird. Versprich mir, dass du da draußen auf dich Acht gibst. Die Welt verändert sich, sie wird immer gefährlicher. Versprochen. Wir wollen dich heil wieder in die Arme schließen. Ja, natürlich. Nun, der Wind frischt wieder auf. Es wird Zeit, dich gehen zu lassen. Zeit für deine letzte Lektion. Lade den Besen mit Energie auf und nutze sie, um dich vom Wind treiben zu lassen. Und pass auf dich auf. Wir lieben dich. Besen? Wie lade ich den jetzt auf? Ist hier irgendwo ein USB-Stecker? Halten zum Aufladen. Okay. Hui. Und ab geht die Post. Ciao. Wir werden uns wiedersehen. Welt wird generiert, Inseln werden geformt, Schreine platziert und Verliese hinzugefügt. Keine Sorge, wir müssen das nur einmal machen. Danke für deine Geduld. So, muss ich das jetzt skippen? Ja, nee, doch. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ihr das nicht hört, habe ich es geskippt. Das ist eine schöne Fliegeranimation. Was ist da für ein Licht? Oh, da ist eine Stadt in der Ferne. Endlich. Hoffentlich können sie Alchemisten gebrauchen. Denn ich muss dringend von diesem Besen runter. Ich hole mir ständig Splitter. Ich hoffe nur in den Armen. Im Schrittbereich wäre das deutlich unangenehmer. Weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Oha, der Wind wird immer stärker. Ist es normal, dass ich mich kaum noch auf dem Besen halten kann? Ich glaube nicht. Oh nein, ich verliere die Kontrolle. Wo kann ich nur landen? Nein, wir sind gekentert. Heißt es bei Besenflug so? Oh je, mein nagelneuer Besen ist kaputt. Oh. Und ich habe die Werkzeuge verloren, die Papa mir geschenkt hat. Und Mamas Samen auch. Nein, nicht Mamas Samen. Ich werde hier wohl so schnell nicht wegkommen. Hoffentlich ist das kein böses Omen. Ich sehe mich lieber mal um und suche die Werkzeuge und die Samen, die ich verloren habe. Ah, okay, die sind zumindest mit mir gelandet. Das sieht doch aus wie ein kaputter Besen. Ja, war ein kaputter Besen. Eine Axt. So, dann haben wir hier noch einen Hammer. Das ist der Hammer. Was haben wir da? Ich kann das hämmern. Bringt doch gar nichts. Bringt doch gar nichts. Ah! Bringt doch was, Stein. So soll das sein.
So, hab mal in der anderen Richtung noch was. Will nichts übersehen. Steinfruchtsamen lag hier rum, einfach so. So, da geht's ein bisschen in was Bewaldeteres. Ich habe einen Mondstein gefunden. Da hat einfach irgendwas geleuchtet und ich habe A gedrückt. Und schon hatte ich einen Mondstein mehr. Ist das nicht toll? Was macht der denn? Keine Ahnung im Moment. Wir finden es vielleicht noch raus. So, einmal nach unten. Pflanze ernten. Eine Steinfrucht. Ist das nicht wunderbar? Hier kann ich auch. Okay, hier kann ich was pflanzen. Das will ich im Moment nicht. Oh, hier ist zumindest ein bisschen. Was ist denn mit mir los? Wieso bin ich eingepennt? Du bist eingeschlafen. Versuche vor 2 Uhr ins Bett zu gehen. In welches Bett denn? Montag, Frühling 1. Keine Gegenstände verkauft. Speichern und schlafen gehen. Wusste nicht, dass ich da ein Zeitlimit habe. Du bist wach. Ist alles in Ordnung? Ich habe dich letzte Nacht vom Himmel fallen sehen und dann lagst du da bewusstlos auf dem Boden. Also habe ich Quill gebeten, dich hierher zu bringen und ich hatte Angst, dass du nicht mehr aufwachen würdest. Aber jetzt bist du doch wach. Deinem Aussehen nach gehörst du zu den Alchemisten. Wie aufregend. Oder zu den Akrobaten. Jedenfalls kannst du vorerst in diesem Zimmer bleiben, wenn du hier bei uns aufschlagen willst. Oh, tut mir leid, ich hätte nicht aufschlagen sagen sollen. Das wäre wirklich unsensibel von mir. Ach, ich hab's ja überlebt, den Aufschlag. Ich wollte sagen, du kannst gerne hier unterkommen. Für einen klitzekleinen Obolus. Oh, und das da dürfen deine Werkzeuge sein. Ich lasse sie hier. Sie lagen überall dort verstreut, wo du gelandet bist. Ist hoffentlich in Ordnung, dass ich sie mitgenommen habe. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht könntest du dein Zelt nördlich der Stadt aufbauen, wenn du Platz dafür schaffst. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Zelt habe. Hab keine Angst, Bäume zu fällen oder das Gras zu schneiden, wenn es sein muss. Dann hast du einen Platz ganz für dich allein. Du könntest es auch auf einer der äußeren Inseln aufstellen, aber da draußen treiben sich wilde Geister rum. Vielleicht solltest du es erstmal ruhiger angehen lassen. Wie auch immer, lass dir Zeit. Du siehst zwar lediert aus, aber es scheint nichts gebrochen zu sein. Ich habe vielleicht Arbeit für dich, also komm nach unten, wenn du fertig bist. Oh, wir können uns jetzt hier einleben. Mal ein anderes Werkzeug auswählen oder den kaputten Besen, eine Pflanze. Schöne Plakate, kann ich nicht mit interagieren. Könnt nur schlafen. Na gut, dann gehen wir nach unten. Sind wir hier fertig? Oh, das ist ein schönes Haus, also wirklich. Der Pixel-Style gefällt mir sehr. Da hat jemand sehr viel Liebe reingesteckt in sein Spiel. Komisches Outfit. Du musst die neue Alchemistin sein. Ich bin Giana. Ich arbeite im Gewächshaus. Wenn du mich bitte entschuldigst, ich muss weiter. Nach Date fragen. Wann möchtest du ein Date haben? Mittwoch Frühling der 3. oder Donnerstag Frühling 4? Donnerstag Frühling 4. Oh. Das klappt sogar. Strand 70%. Wir warten vielleicht nochmal. Verabschieden. Mach's gut. Ich will mich doch nicht gleich binden. War die erste Person, die ich angesprochen habe. So eine Gitarre für eine schöne Jam-Session. Ich kann das noch nicht öffnen. Anscheinend können wir irgendwann hier in den Keller. Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Oshono und ich führe die Taverne hier auf der Mondsteininsel. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Natürlich dann, wenn wir offen haben. Oh, ich habe etwas für dich. Ein Herstellungsrezept für eine Verkaufskiste. Bau eine und stell sie dorthin, wo du sie haben möchtest. Wenn du Pflanzen oder Gegenstände verkaufen willst, wirf sie einfach hinein. Ich nehme sie am Ende des Tages mit und bezahle für alles, was drin ist. Wenn du mehr Rezepte haben möchtest, musst du sie leider finden. Ich habe gehört, dass Minen und Verliese ein guter Startpunkt sind. Oh, und eins noch. Kann ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Ich brauche einen Stein, um etwas in meinem Keller zu reparieren. Frag lieber nicht. Wenn du Zeit hast, würdest du mir einen bringen? Kein Problem. Danke, du bist meine Rettung. Pack den Stein einfach in die Verkaufskiste, dann nehme ich ihn mit. Na gut, nach Date fragen. Donnerstag Frühling 4. Können die auch daten mit Erfolgsaussichten? Kaufen.
Ich habe 56 Gold und ein einfacher Kaffee kostet 300. Da schlägt die Inflation aber wieder kräftig zu. Sehr gut, dann können wir uns ein bisschen umsehen. Was will die denn mit Stein reparieren im Keller? Das hier sieht fast aus wie ein richtiges Schachbrett, aber nur fast. Und das hier, die ganzen Getränke und so und die Fläschchen. Ach, das gefällt mir sehr. So, was haben wir denn hier noch schön? Fässer zum ordentlich reinorgeln freitagsnachts. Freitagnachts. Oh, ich habe Post bekommen. Hallo Liebling, dein Vater hält mich für verrückt, weil ich dir so kurz nach deinem Weggehen schon schreibe. Aber ich hatte einen schrecklichen Traum, dass dein Besen kaputt gegangen ist. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn dir was zustößt. Ich bin mir sicher, dass es dir gut geht. Aber ich habe dir ein Herstellungsrezept für einen Ballon hinterlassen, falls dem nicht so sein sollte. Und scheu dich nicht, Brücken zu bauen, wenn dir das Fliegen zu viel Angst macht. Dein Vater hat als frisch gebackener Alchemist nur Brücken benutzt, um zwischen den Inseln zu reisen. Hoffentlich geht's dir gut, mein Liebling. Liebste Grüße, Mama. Den nehmen wir doch. Herstellungsrezept, wunderbar. Ich habe so eine liebe Mama im Spiel. Das ist schön. So. Hat Mama mir nicht gesagt, ich kann Bäume fällen? Mit was denn? Medaillon, Sense, Hacke. Hackt Löcher in den Boden. Nee, dann probieren wir es doch mit der Axt. Ja, hier mit dem Baum. Vielleicht sollte ich das nicht in der Stadt machen. Da war eine Meldung, ich zerstöre das Eigentum der Stadt. Das mögen die vielleicht nicht. Oh, hier. Ja, mit dem Holz. Sehr schön. Das macht Spaß, muss ich schon sagen. So, ich bin jetzt ein bisschen lost, was wir machen sollen. Wir erkunden einfach. Da liegt noch eine Steinfrucht. Her damit. Ich glaube, wir müssen Platz zum uns niederlassen suchen. So, erstmal alle Steinfrüchte und übers Wasser kommen wir aktuell nicht. Auf die kleine Insel innerhalb der Mondsteininsel. Hier ist ja auch ein Seerosenblatt. Das wird bestimmt noch nützlich sein. Okay. Steine und Bäume gibt es hier in Massen. Ich würde aber nicht anfangen, den ganzen Wald hier zu roden. Zumindest im Moment nicht. Sehen wir uns erstmal auf dieser schönen Insel um. So, was haben wir hier? Noch eine Steinfrucht natürlich. Und weiter nach rechts geht's. Ach, auch eine wunderbare Musik da im Hintergrund. Also das Spiel wirkt relativ sympathisch. Und Flachs, und da ist ja eine Person. Cleo, deine Kleidung. Du bist ein Alchemist. Ich bin so froh, dass du endlich da bist. Vielleicht ein klein wenig später als gedacht, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Du bist jetzt hier und das zählt. Ich heiße Cleo und bin die Historikerin und Gelernte von Mondstein. Wenn du Fragen hast, komm gern zu mir. Nach Date-Fragen. Ah, Strand. Nee, lieber noch nicht. Okay, Frieden, unterhalten, scherzen, flirten, 10% Erfolgschance. Das sind ja bessere Aussichten, als ich im realen Leben habe. Ist egal, einmal zurück, verabschieden. Wir können uns ja hier nicht in lauter Dialogen aufhalten. Ein Wegweiser ohne Text. Und das hier sieht wüstig oder strandig aus, das ist doch schön. Da ist irgendwas auf meiner Karte, dieses goldene Teil. Was ist denn das? Sieht ja cool aus, der Karpfen. Oder im wahrsten Sinne des Wortes ein Goldfisch. Mutter Frühling 2, Alchemist Frühling 1. Ja, das müssen wir gerade nicht lesen. Was haben wir denn hier? Ein Angelladen. Hallöchen. Ah, du bist der Alchemist aus der Ferne, oder? Willkommen, willkommen, wir haben so lange gewartet. Ich würde dir ja einen Tee anbieten, aber mein Kessel ist im Eimer. Da gehört er aber nicht hin. Oh, entschuldige bitte meine schlechten Manieren. Ich heiße Tobin. T-O-B-I-N. Ich bin hier der Junge, der die Fische fängt, wie alle so schön sagen. Schön, dich kennenzulernen. Oh, ich habe hier einen kleinen Auftrag für dich. Ich habe gehört, dass du überall den Leuten hilfst. Woher hast du das denn gehört? Ich habe Geschichten über seltene Fische gehört, die auf dem am weitesten... So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe wieder erreicht. Dann wird's wohl Zeit für ein kleines Fazit. Das Spiel macht bis jetzt echt einen guten Eindruck. Es erinnert natürlich stark an Stardew Valley. Ich vermute, aber hier sind auch sehr viele eigene Elemente drin. Alleine schon, weil der Artstyle so aussieht, als hätte das jemand wirklich
wirklich mit viel Liebe zum Detail gemacht. Und sowas macht ein Spiel meiner Meinung nach immer deutlich besser. Also ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Was haltet ihr denn so vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. So, dann wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.